Und an diesem Punkt sollte man definitiv dran arbeiten, weil das würde das Ganze im Großen und Ganzen wesentlich verbessern. Und so wie es aktuell ist, schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Oh, was geht? Mein Name ist Peter Yves und heute gibt es einmal zur Dark Emergency ein Fazitvideo. Und das wird dann auch das letzte Hauptvideo zur DE sein. Ich habe zwar noch sehr viel Material, aber ich weiß nicht, ob es gewünscht ist. Wäre dann wahrscheinlich reines Gameplay. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, euch hat die Dark Emergency mega gefallen. Bei mir war es bombastisch. Ich war ja letztes Jahr das erste Mal da und muss sagen, was sich innerhalb von einem Jahr getan hat, das ist schon enorm. Ja? Auch da erstmal an der Stelle großes Dankeschön geht raus für das Orga-Team der DE mit dem neuen Highlight und zwar dem Roleplay. Natürlich war es noch ein bisschen steinig holprig, ja, gar keine Frage. Aber für den Anfang, fürs erste Mal war das schon wirklich allererste Sahne, muss ich persönlich gestehen. Ich selber streame ja auch auf Twitch und gab bei mir auch sehr, sehr lange GTA Roleplay. Von daher konnte man sich sehr gut reinversetzen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, einige von uns hatten ihren Spaß dabei. Ist auf jeden Fall eine gute Ablenkung. Man muss natürlich auch ganz klar dazu sagen, so sehe ich das zumindest, dass es in der Dark Emergency, glaube ich, nicht überwiegend ums Hitten geht. Also sprich, den Gegner treffen. Natürlich, gar keine Frage, es ist wichtig. Aber ich zum Beispiel habe gesehen, dass ich viel mehr Spaß hatte um das Ganze drumherum. Ich selber zum Beispiel war noch nie bei der Bundeswehr. Allgemein habe ich gar keine Ahnung vom Bund oder. Und finde natürlich dann diese Szenarien einigermaßen nachzuspielen sehr, sehr interessant und extrem faszinierend. Ja, wie zum Beispiel Missionen annehmen, ja, zu Punkt A laufen, Punkt B laufen, das abgeben, das fotografieren, die linke Flanke irgendwie einnehmen und. Ja, das ist für mich so ein sehr, sehr geiler Moment. Wenn es, sage ich mal, für mich ums reine Schießen geht, dann warte ich ab, weil da kümmert sich die Dark Emergency auch drum, dass jeder, sage ich mal, an seinen Schuss kommt und am Ende gibt es, sage ich mal, wie so eine Art Deathmatch, was sie sehr, sehr gut gelöst haben. Es ist mir, sage ich ehrlich, verdammt schwer gefallen. Ich habe seit Tagen suche ich nach Kritikpunkten zur DE. Ich sag ehrlich, irgendwie, keine Ahnung, scheiß Toiletten, scheiß Duschen, scheiß Aufbau, ich finde nichts. Ey, gerade die Lösung mit den Toiletten, mit den Duschen, mit dem roten, grünen LED, wenn es besetzt ist, wenn es funktioniert. Ja, ich glaube, der ein oder andere hat es mitbekommen. Ja, da stand eine Toilette mal ein bisschen auf 7:30 und konnte es nicht perfekt abschließen. Aber das kann passieren. Trotz alledem an sich sehr, sehr geil gelöst. Ja, da geht es auf jeden Fall auch mal ein großes Chapeau raus, großes GG. Das haben sie wesentlich zum letzten Jahr verbessert. Wirklich. Letztes Jahr musste man teilweise eine halbe Stunde, eine Stunde anstehen, um duschen zu können. Und danach hast du kaltes Wasser. Dieses Jahr, weiß ich nicht, ich stand 5 Minuten, 10 Minuten maximal an. Ja, natürlich muss man sich beeilen, das ist ganz klar. Aber so, auch vor allem von der Sauberkeit, also an die Damen, die die Toiletten gereinigt haben und die Duschen gereinigt haben, vielen, vielen lieben Dank. Das habt ihr in meinen Augen verdammt ordentlich gemacht. Sehr sauber gewesen alles. Natürlich gab es dieses eine dreckige Ferkel, ja, was dann angefangen hat, die Toiletten voll zu scheißen. Also, so kann ich bis heute nicht nachvollziehen, wie primitiv man in der Birne sein muss, neben der Toilette zu scheißen. Hast nicht gesehen? Ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorgeht, sage ich ehrlich. Aber naja, so, Fazitvideo. Für mich persönlich war die Dark Emergency 2024 ein voller Erfolg. Man hatte extrem viel Spielspaß, ja. Du hattest verdammt viel Abwechslung. Das Museum war sehr, sehr geil, was man sich reinziehen konnte. Ich konnte es leider nicht filmen, aber habe es mir angeguckt. War sehr unterhaltsam, sehr interessant gewesen. Auch großes Kompliment geht daraus. Und allgemein, der ganze Spielabbau. Wie gesagt, du hattest für jeden was dabei. Sei es Anfänger, fortgeschritten, Profi oder auf, sage ich mal, Bundeswehr-Style. Sprich mit Kerzen gerade stehen, 6 Uhr ist Antritt, 10 Liegestützen, wenn du Scheiße baust und. Ihr wisst, was ich meine, dieser Drill. Wenn ihr mit dem Bettenbauen fertig seid, will ich, dass ihr zwei Scheißer das Klosett reinigt. Scheiße! Und da merkt man wirklich, dass sich das Orga-Team gute Gedanken diesbezüglich macht, dass so gut wie jeder Spaß an dieser ganzen Sache hat. Und das ist, glaube ich, einer der Hauptsachen. Natürlich kann man jetzt sagen, Kritikpunkt, ich hatte nicht so viele Treffermöglichkeiten, die Distanz ist zu weit. Ich selber habe es auch gemerkt, die meisten Kontakte waren in der Regel immer so 60 Meter plus und es fiel mir sehr, sehr schwer, was zu treffen.
bis ich dann einen Headshot bekommen habe von der Sniper. Autsch. Aber so, wie gesagt, natürlich möchte man Gegner, sage ich mal, ausschalten. Dafür ist Airsoft-Spielen da, ja. Aber das ganze Paket drumherum, auch dieser Milizmarkt, ey, das ist so eine geile Erfahrung und so ein geiles Festival. Auch die Bühnenshow und die Spiele, die Giveaways, die wir da raushauen, oder die Dark Emergency raushaut, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, was ihr besonders gut fandet an der Dark Emergency. Würde mich interessieren. Wichtiger wäre, weil das ist der Punkt, ich weiß es nicht. Also ich habe gesucht ohne Ende. Was sind eure Negativpunkte? Jetzt könnte man sagen, ja, man hätte mehr Kontakt haben müssen. Die Spawn-Punkte hätten näher beieinander liegen sollen. Würde ich fühlen, die Punkte, aber ich finde, das gehört zum Spiel dazu. Ich wollte am Anfang auch schreiben, so ein Kritikpunkt wäre, sage ich mal, der Spawn-Punkt, weil ich hatte am ersten Tag, jedes Mal, wenn ich down war, ein 800, 900 Meter Fußmarsch vor mir, den ich dann einmal hin und wieder zurücklegen musste. Aber, wie heißt es so schön, jeder Gang macht schlank. Ja? Nichts alledem, ich finde, das gehört mir dazu. Sage ich ehrlich, ich habe es nochmal anders überlegt, das ist kein Kritikpunkt. Es gibt aber für mich einen einzigen Kritikpunkt, sage ich ehrlich, und das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr da so negativ fandet an der DE und was positiv. Für mich gab es diesen Punkt, und zwar das Schießfeld. Und nicht verwechseln, Kronen und Schießen. Also das Kronen war für mich besser als letztes Jahr. Dieses Jahr gab es 3 Kronenstände und es hat sich alles gut verteilt. Letztes Jahr musste man da sehr lange warten. Halbe Stunde. Dieses Jahr war es eigentlich sehr, sehr angenehm. Also das Kronen haben sie auch definitiv besser gemacht. Die 3 Stände, sehr, sehr schöne Lösung. Aber der Schießstand. Und ich glaube, ich rede dafür sehr, sehr viele. Es gibt, glaube ich, nichts Cooleres, wie am Tag davor seine Waffe nochmal einzustellen, zu überprüfen. Oder die Leute, die schon am Mittwoch einreisen können, einfach mal entspannt nochmal so eine Runde daddeln. Also sprich, ein bisschen schießen. Dass der Schießstand teilweise sehr, sehr voll war, ist okay, das gehört dazu. Gar kein Problem, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir eher darum, für mich fehlen Ziele. Sprich, einmal fehlen für mich Entfernungsmesser. Also sprich, dass du irgendwie eine Zielscheibe hast oder du hast dann eine Fahne, wo drauf steht 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, 40 Meter und so weiter. Das wäre mega geil und wenn es irgendwie mehr Ziele geben würde. Gerade, sage ich mal, an dem Feld, was links ist, auf dieser offenen Wiesen, Rasenfläche, wo du, sage ich mal, da alles ablegen kannst. Da fehlen mir leider so persönlich die Ziele, weil ich glaube, das würde das Ganze nochmal viel, viel mehr aufwerten, gerade, sage ich mal, für die Leute, die irgendwie langeweilemäßig noch ein bisschen schießen wollen oder allgemein schießen wollen, ihre neu gekauften Waffen testen wollen, würde ich es persönlich cool finden, wenn da irgendwie mehr gemacht werden würde. Und es ist auch gar nicht so teuer, es ist auch gar nicht viel Arbeit. Ja. Nimmst ein bisschen Alu, schneidest du zurecht, ja, nimmst irgendwelche komischen Stahlplatten zurechtschnibbeln, ja, machst daraus irgendwie so ein Mannequin, wie man es aus den USA kennt. Und dann kannst du da irgendwie noch eine Markierung drauf sprayen, irgendwie Distanz 25 Meter. Und ich glaube persönlich, würde das Ganze nochmal einen Ticken geiler machen. Also Umfeld schießen, ne? Das ist jetzt, sage ich mal, was auf dem hohlen Zahn. Ja, also das macht den Braten jetzt nicht fett, wenn das nicht da ist. Allgemein, wie gesagt, ich weiß nicht, was ich sagen kann. Das ist mir aufgefallen, das war mega schlecht. Also es hat eigentlich alles gestimmt. Die Leitung war hervorragend, die Teams an sich, die waren sehr, sehr cool gemischt. Ja, alle haben miteinander harmoniert, alles war miteinander sympathisch. Ich habe nichts gefunden. Das ist für mich der einzige Kritikpunkt, dass der Schießstand oder das Testschießen, dass man das verbessern könnte. Und das finde ich mit wenig Aufwand. Also sprich, mehr Ziele hinpacken und vor allem, was ich glaube ich interessant finden würde, wirklich so ein Distanzmesser, dass du wirklich halt in Schritten 30, 40, 50 Meter, dass man darauf auch seine Waffe ein bisschen einschießen kann, einstellen kann, weil ich glaube, die wenigsten von uns haben die Möglichkeit, zu Hause irgendwie auf 60, 70 Meter zu schießen. Ich habe es nicht und ich kenne auch keinen aus meinem Kreis, der das irgendwie hat an Möglichkeiten. Essen war super, Stimmung war verdammt geil, die Parzellen waren super, also wir hatten verdammt viel Glück mit den Parzellen, ich hoffe, ich kriege nächstes Jahr auch wieder eine. Dieser neue Marktbereich von Airsoft-Helden, ja, mit diesen Rubbellosen, mit den Geschenken. War mega geil. Da noch ein Fazit oder ein Negativpunkt oder ein Meckerpunkt. Man könnte die Verlosungen, glaube ich, irgendwie auf 2 Tage verteilen oder auf den ganzen Tag und nicht so spät abend, weil die Schlange war schon verdammt lang. Man hat auch gesehen, dass sehr, sehr viele große Sachen gewonnen haben. Von daher, dickes GG. War echt cool. Aber die Schlange war ein bisschen nervig. Das ist so mir noch ein bisschen aufgefallen. Ansonsten, keine Ahnung.
Also wie gesagt, mir fällt nichts ein. Negativbereich, Pluspunkt, ich kann euch totschießen. Das war alles so genial. Was ich aber gelernt habe bei der Dark Emergency und auch davor auch, aber diesmal noch mehr. Ey, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ohne Spaß, ich habe jetzt wieder gemerkt, dass einfach verdammt nochmal Rauchgranaten, normale Granaten und Schutzschilder so dermaßen wichtig sind. Wir hatten so viele Situationen dabei, wo wir das Spiel einfach dadurch drehen konnten, wo wir dadurch irgendwie Extrapunkte kriegen konnten, einfach nur wegen einem Einsatzschild. Also dickes Chapeau an die Leute, die an Einsatzschilder denken. Kuss, habt ihr geil gemacht, auch fürs Verleihen, großes, großes Dankeschön. Mega cool. Des Weiteren auch nochmal ein großes, großes Dankeschön geht raus an die Airsoft-Community. Da sind einige jetzt dabei gewesen, die waren jetzt bei mir im Stream unterwegs. Ja. Die haben sich bei mir auf Twitch blicken lassen. Grüße gehen daraus. Thematik, Gegenstände. Ich habe direkt, wo ich zu Hause war, Bestellungen getätigt, denn ich habe meine Weste noch ein bisschen angepasst. Und zwar habe ich jetzt an meine Weste angebracht, kein Flachs, Granaten. Ich habe jetzt hier einmal eine... Hier habe ich einmal eine Granate am Start, kann man jetzt hier sehen. Dann habe ich noch eine am Gürtel und, wichtig, Rauchgranaten. Ich habe jetzt hier vorne nochmal zwei Rauchgranaten reingepackt. Das heißt, ich werde zukünftig aufs Spielfeld gehen mit zwei Airsoft-Granaten und zwei Rauchgranaten. Da habe ich jetzt wirklich nochmal gelernt, ey, das braucht man einfach. Ja. Rauchgranaten weiß ich nicht, wo es alles erlaubt ist. Da gibt es mal Orte, da ist es okay, dann nicht. Aber tut euch einen Gefallen. Im Airsoft-Bereich, ich hätte es nicht gedacht, ich habe auch gesagt, ich so, ach, wer braucht denn schon Airsoft-Granaten und so einen Schwachsinn, brauchst du nicht, nee. Ey, wir hatten so viele Situationen, wir haben Nades geworfen, wie keine Ahnung was, also das dermaßen wichtig. Ein Negativpunkt noch für mich persönlich, ist mir jetzt immer eingefallen, Funken, Funkgerät. Die meisten haben leider ein günstiges Funkgerät, was dann irgendwie nur 14 Kanäle hat und keine Unterkanäle hat. Das, was ich habe, ist einmal dieses... weiß ich nicht, irgendwas mit Pro 9 oder so. Keine Ahnung, komme ich jetzt nicht drauf. Das hat noch so Unterprogramme. Das geht dann irgendwie auf 1 bis 14 und darunter dann nochmal bis 36. Das heißt G9 Pro von Midland. Kann ich euch nur ans Herz legen. Also guckt, dass ihr, sage ich mal, so eine Version holt, dieses Pro 7 oder Pro 9, dass ihr Unterkanäle habt. Weil wir haben teilweise das Funken abgebrochen, weil wir keine Chance hatten, weil zu viele, sage ich mal, diese Hauptkanäle genutzt haben. Des Weiteren muss man auch ganz klar sagen, es ist eh etwas schwieriger, da vernünftig zu funken. Mal geht's, mal nicht. Je nachdem. Du hast natürlich einen extrem hohen Funkverkehr. Aber da würde ich noch sagen, das ist so für mich persönlich in meiner Einheit so ein kleiner Negativpunkt gewesen, dass man leider nicht vernünftig kommunizieren konnte. Und jetzt fällt mir noch so ein Punkt ein, was geil wäre, wünschenswert wäre, wenn, sage ich mal, die einzelnen Teams, ja, sprich KGG, Team Juliet und darunter die Gruppe 1, 2, 3, 4, wenn die nochmal separate Funkfrequenzen hätten. Weil da sage ich ehrlich, das hat auch gefehlt. Anweisungen von unserem Reaper zum Beispiel. Ja, wir hätten gerne mit ihnen kommuniziert. Ja, zum Beispiel, wir sind jetzt am Punkt XY, haben Mission XY jetzt fertig. Was soll man machen? Also das wäre auch nochmal was Cooles, glaube ich. Ja, doch nochmal zwei, drei Punkte gefunden. Also, ein Negativpunkt, den ich im Fazitvideo sagen kann, ist einmal für mich Schießstand und einmal das Funken, beziehungsweise die Funkprobleme zwischen den Truppenleader, den es da nicht gibt. Ansonsten wirklich alles so geil gewesen. Wirklich, also ich bin mehr als zufrieden. Und ja, ich würde sagen, schreibt mir mal bitte in den Kommentaren rein, was euch gefallen hat, was euch extrem gefallen hat, was euch nicht so gefallen hat, wenn es was gibt. Jetzt gibt es einmal dieses ganze blöde Supporter-Gelaber, aber ich komme nicht drum herum. Wie gesagt, ich habe sehr viel Support von euch bekommen in letzter Zeit. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich weiß die Airsoft-Community mega zu schätzen. Komischerweise verdammt freundlich und hilfsbereit vor allem. Ja. Aber wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ihr euch auch für Gaming interessiert oder Outdoor Survival hast nicht gesehen, ein Abo dazulassen. Denkt dran, wie heißt das so schön, wie sagen andere, der Porsche oder der Lambo zahlt sich nicht von selbst, irgendwie sowas. Da bin ich auch weit weggefahren, Opel Corsa, ja, aber ein Jeep Wrangler wäre schon ein Träumchen, irgendwann mal in ein paar Jährchen. Also wie gesagt, auf Support, lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, haut Kommentare raus, teilt die Videos, keine Ahnung, bewirbt OnlyFans damit, wie auch immer. Ja. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und dann würde ich sagen, in dem Sinne, lasst euch... Lasst es euch gut gehen, bleibt sauber, haltet die Ohren steif, Kuss geht raus.